Roulette Kessel Gucken Montag 1.7.2019 Tagesgewinn 3000 Euro Quantenmechanik Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Montag, der 1. Juli 2019 und wir spielen heute im Casino von Dortmund. Unser Spieler steht schon bereit und weiß, was er zu setzen hat. Mit der Quantenmechanik habe ich ausgerechnet, was heute das günstigste ist, aber auch hier müssen wir erst noch eine Konstellation abwarten, die sicherlich bald kommen dürfte. Heute haben wir wieder mehr Zuschauer im YouTube-Livestream, insgesamt 23 Zuschauer und es könnte bald mit unserer Vorstellung beginnen. Ich melde mich in etwa einer halben Stunde nochmal, dann könnte es soweit sein, dass wir unser Spiel machen werden. So, nun ist es 15.20 Uhr und unser Einsatz ist gefragt. Wir spielen heute am Tisch 21 im Casino Dortmund und mussten erst den ersten Handwechsel abwarten. Nach diesem Handwechsel setzen wir sofort 5-mal auf gerade Zahlen, also auf Pair, mit 1.000 Euro Stücken in der Hoffnung, nachher mit 5.000 Euro Gewinn nach Hause zu gehen. Unser Spieler steht bereits am Tisch und dürfte am Setzen sein, da jetzt es schon 3:30 ist. So, nun haben wir es gerade mal 3:30 und der Spieler hat sein Werk getan und berichtet, wieder mal ein Fehler, aber 4 richtige Korbs. Es ist gefallen, die 1, die 6, die 26, die 6 und die 2. Alles Paarzahlen bis auf den zuerst zu setzenden Q, der war eben ein Fehler. Somit haben wir heute am 1.7.2019 insgesamt 3000 Euro gewonnen und können zufrieden sein. Die Quantenmechanik hat das schon gut ausgerechnet. Wenn also nicht alle 5 Korps per Zahlen waren, so waren es eben doch 4 Korps. Ich schalte den Livestream jetzt ab.